Hi zusammen, die Frankfurter Buchmesse steht endlich vor der Tür, nachdem man gefühlt jahrelang wieder drauf warten musste. Da viele von euch immer wieder gefragt haben, was man mit zur Buchmesse nehmen sollte, damit man da gut um die Runden kommt, gibt es heute von mir ein kleines Survival-Video. Immer wieder wurde ich gefragt, da ich halt schon relativ oft auf der Buchmesse unterwegs gewesen bin, was man alles mitnehmen sollte, was man beachten musste, wenn man auf eine Buchmesse geht, egal ob die Frankfurter, die Leipziger oder irgendeine internationale. Und da ich euch so ein bisschen unter die Arme greifen möchte, damit ihr auch ja nichts vergesst und ich hoffentlich natürlich jetzt auch nichts vergesse, wenn ich nach Frankfurt fahre, gibt es heute aus dem Anlass halt dieses Video. Das wohl wichtigste Utensil ganz vorab ist das Ticket zur Frankfurter Buchmesse. Dieses solltet ihr auf gar keinen Fall vergessen. Viele haben mich gefragt, wo ich dieses tolle Bändchen her habe. Das habe ich vor 2 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse im Pressebereich bekommen. Ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr noch haben. Auf jeden Fall solltet ihr mit Bändchen oder ohne, ganz egal, an das Ticket denken. Dieses könnt ihr euch online ausdrucken und das erspart euch einiges an Wartezeit an den Kassen. Als Buchblogger oder Booktuber habt ihr zudem die Möglichkeit, euch für die Frankfurter Buchmesse vorab zu akkreditieren. Dafür habe ich euch einen Beitrag auf meinem Blog geschrieben, den ich euch ganz gerne in der Infobox unten mal verlinke. Da erläutere ich euch, was ihr beachten müsst, damit ihr akkreditiert werdet, welche Voraussetzungen es gibt, vor allen Dingen auch, welche Vorteile diese Akkreditierung bringt. Zum einen wäre da natürlich, möchte ich jetzt mal ein bisschen vorab greifen, die Möglichkeit, jeden Tag die Frankfurter Buchmesse zu besuchen. Und das kostenlos. Zudem habt ihr, wenn ihr jetzt so eine tolle Pressekarte habt, wie ich jetzt in dem Fall, die Möglichkeit, die Garderoben kostenfrei zu nutzen. Dazu zeigt ihr einfach euer Presseticket vor und gebt eure Klamotten da einfach ab. Neben eurem normalen Presseticket bzw. eurer Eintrittskarte ist natürlich sehr wichtig, dass ihr auch daran denkt, alle weiteren Tickets, die ihr eventuell für irgendwelche Veranstaltungen benötigt, sei es hier beispielsweise so eine Namenskärtchen für ein Piper-Blogger-Treffen, oder ein separates Ticket hier für das Blogger Future Place unbedingt ausdruckt oder einsteckt auf jeden Fall. Ansonsten wird es natürlich relativ schwierig, dass ihr die Veranstaltung, die ihr euch da rausgesucht habt und wo ihr eine offizielle Einladung für habt, zu besuchen. Vermutlich haben die Aussteller Namenslisten ausliegen, ich würde mich allerdings auch nicht darauf verlassen. Und wenn dem mal nicht so ist, dann steht ihr halt vor der Veranstaltung, die ihr eigentlich besuchen wolltet und kommt da letztendlich nicht rein. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Also unbedingt all eure Tickets, die ihr benötigt, einpacken. Sobald ihr alle eure Tickets zusammen habt, geht es natürlich an die detaillierte Messeplanung. Viele Veranstaltungen wie Blogger-Treffen sind mittlerweile voll und da habt ihr leider keine Möglichkeit mehr, diese noch zu besuchen. Allerdings bietet natürlich die Frankfurter Buchmesse in diesem Fall nicht nur Blogger-Treffen an, sondern auch unfassbar viele Lesungen, Seminare, Signierstunden und was es nicht alles gibt. Diese solltet ihr euch natürlich vorab raussuchen, damit ihr da nicht völlig planlos über die Messe lauft. Auf der Homepage der Frankfurter Buchmesse gibt es einen Veranstaltungskalender und auf meinem Blog habe ich auch mittlerweile so ein bisschen traditionell die Buchmesse so ein bisschen auseinandergenommen, die wichtigsten Veranstaltungen der Verlage aufgeschrieben und zudem eine Liste der anwesenden Buchbloggerinnen und Buchblogger aufgesetzt, wo ihr euch natürlich gerne noch eintragen könnt. Habt ihr alle eure Veranstaltungen zusammen, solltet ihr euch diese natürlich auch irgendwo aufschreiben. Ich habe sie mir jetzt in meinen Google-Kalender eingetragen und zusätzlich noch in mein kleines Notizbuch, was ich natürlich auch mit zur Buchmesse nehme. Das ist enorm wichtig, wenn ihr irgendwelche Seminare besucht, damit ihr euch alle wichtigen Punkte aufschreibt. Natürlich ist es auch relativ hilfreich, wenn ihr irgendwelche Interviews mit Autoren führt, um euch dann Notizen zu machen. Apropos Blogger-Treffen oder Seminare, was ihr auf jeden Fall beachten solltet, ist, wenn ihr zumindest Buchblogger seid, dass ihr euch selbst präsentiert. Dazu eignen sich natürlich am besten irgendwelche Visitenkarten. Natürlich könnt ihr euch auch Lesezeichen machen lassen oder wie Stoffbeutel. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass euer Blog darauf verzeichnet ist, eure URL, also eure Blogadresse in dem Fall und eure Kontaktmöglichkeiten, damit Verlagsvertreter, andere Buchblogger, Autoren oder wer auch immer euch dann hinterher nach der Messe wiederfinden. Es ist enorm wichtig, da die Buchmesse einfach so das zentrale Instrument ist, um sich ein Netzwerk aufzubauen. Sobald euer Veranstaltungskalender steht, solltet ihr euch natürlich Gedanken machen, welche Bücher ihr mit zur Frankfurter Buchmesse nehmt. Da ist es natürlich enorm wichtig zu wissen, welche Autoren kommen. Und wenn ihr euch das rausgesucht habt, könnt ihr natürlich eine Prio-Liste machen, welche Bücher mit nach Frankfurt sollen. Warum solltet ihr Bücher mitnehmen? Natürlich, um euch die Bücher signieren zu lassen.
Ihr habt in Frankfurt die Möglichkeit, ganz viele eurer Lieblingsautoren mal live und in Farbe zu sehen. Da bietet sich natürlich die Möglichkeit an, ganz viele Bücher einfach mitzunehmen. Mein Tipp ist allerdings, gebt eure Bücher, die ihr erst am Nachmittag oder am Vormittag braucht, je nachdem, einfach an der Garderobe ab. Da müsst ihr euch A nicht totschleppen und B rennt ihr nicht einfach mit euren riesigen Stoffbeuteln gegen alle Leute gegen. Der Extremfall sind natürlich die Leute, die mit Koffer zur Frankfurter Buchmesse kommen. Auf jeden Fall hasse ich diese Menschen. Wenn die da mit ihren scheiß riesigen Trolleys durch die Gegend laufen, rempeln die alle Leute an, fahren über alle möglichen Füße drüber und nerven einfach nur. Leute, lasst eure scheiß Koffer bitte zu Hause oder an der Garderobe. Nehmt euch einfach einen kleinen Stoffbeutel mit, zwei, drei Bücher, die ihr euch signieren lassen wollt. Geht damit zur Signierstunde, bringt die Bücher wieder weg und das war's. Aus diesem Grund empfehle ich euch auch, dass ihr ganz viele Stoffbeutel mitnehmt. Die nehmen keinen Platz weg, die könnt ihr einfach zusammenpacken. Und obwohl viele Verlage selbst natürlich auch Stoffbeutel oder irgendwelche Taschen verteilen, ist es immer ratsam, so einen kleinen Backup-Beutel dabei zu haben. Diese könnt ihr dann mit allen möglichen Krams füllen und sobald die voll sind und ihr keinen Bock mehr habt, die zu tragen, gebt ihr einfach an der Garderobe ab und holt die am Abend nach der Messe wieder ab. Sobald euer Plan jetzt vorab für die Messe steht, geht es natürlich jetzt als Eingemachte. Was soll noch alles mit? Die Tickets habt da, die Bücher habt ihr rausgesucht und was ist vor allen Dingen jetzt noch zu beachten? Da kann ich euch natürlich empfehlen, denkt an euer Smartphone, ganz, ganz wichtig. Und meine Empfehlung ist, damit ihr euch auch vor Ort zurechtfindet, zum einen die Buchmesse-App zur Frankfurter Buchmesse. Da könnt ihr alle eure Veranstaltungen auch nochmal separat hinterlegen, speichern, damit ihr einfach vor Ort nicht euer Notizbuch raussuchen müsst und einfach alles auf dem Handy parat habt. Allerdings ist bis dato die Messe-App noch nicht vorhanden, weshalb ich nicht sagen kann, was die genau für Funktionen hat. Darüber hinaus solltet ihr euch, da ihr mit Sicherheit auch zur Messe irgendwie kommen müsst oder von der Messe wieder weg, euch Google Maps aufs Handy ziehen und da die Funktion der Offline-Karten benutzen. So spart ihr euch A, Internetvolumen und B, habt ihr, egal ob ihr jetzt Empfang habt oder nicht, immer die Karte parat. So könnt ihr von der Messe idealerweise irgendwie wegkommen und das erspart euch einiges an Sucharbeit. Natürlich bringt das beste Smartphone nichts, wenn euer Akku irgendwann mal ist. Deshalb empfehle ich euch zudem noch Akku-Packs mitzunehmen. Dadurch müsst ihr euch nicht irgendwo an irgendwelche eventuell vorhandene Ladestationen stellen. Ich weiß nämlich nicht, ob überhaupt Strom vorhanden ist auf der Messe zum Smartphone-Laden und dadurch bleibt ihr auch, wenn der Smartphone-Akku an sich zur Neige geht, weiterhin mobil und erreichbar, weshalb ihr auf jeden Fall mobile Akku-Packs dabei haben solltet. Weitere überlebenswichtige Utensilien, die ihr mit nach Frankfurt nehmen solltet, sind vor allen Dingen ganz, ganz flache und feste Schuhe. Müssen jetzt keine Sportschuhe sein wie bei mir, aber es ist wirklich sau wichtig, dass ihr bequeme Schuhe habt. Ihr lauft da enorm viel und oft wird das wirklich unterschätzt, wie viel man da wirklich läuft. Und in Ausnahmefällen können es dann locker mal 25.000 bis 30.000 Schritte am Tag werden. Und das wollt ihr mit Sicherheit nicht auf hochhackigen Schuhen machen. Aus diesem Grund packt euch, wenn ihr abends direkt nach der Messe weggehen wolltet, einfach hohe Schuhe ein, wenn ihr schick weggehen wollt, also ich bleib bei flachen Schuhen natürlich, aber wenn ihr wirklich weggehen wolltet, dann gebt eure Outfits, die ihr am Abend anziehen wollt, an der Garderobe ab und bleibt tagsüber wirklich bei flachen Schuhen. Das spart euch enorme Fußschmerzen. Für den Fall, dass ihr euch doch mal Blasen laufen solltet, keine Ahnung, die Schuhe sind neu oder ihr habt euch doch für hochhackige Schuhe entschieden, solltet ihr auf jeden Fall eine Packung Pflaster immer griffbereit haben. Müssen jetzt keine Normalpflaster sein, aber ich empfehle euch auf jeden Fall irgendwie Blasenpflaster mitzunehmen. Eines der wichtigen Utensilien, die ich im letzten Jahr irgendwie ein bisschen vernachlässigt habe, ist zum einen auf jeden Fall ganz viel Wasser, ganz viel trinken und zum anderen Schokoriegel, Eiweißriegel, ganz egal, Hauptsache ihr bekommt irgendwie Kalorien den Tag über in den Magen. Es ist enorm wichtig, dass ihr es nicht vergesst zu trinken und zu essen. Ich hatte nämlich letztes Jahr blöderweise zu wenig getrunken und hatte dann irgendwann am Messe Samstag nachmittags irgendwie enorme Kreislaufprobleme und mir war ein bisschen schlecht insgesamt, weil ich zu wenig getrunken habe. Deshalb mein Rat, trinkt lieber viel zu viel und geht einmal mehr aufs Klo als zu wenig und es dann mit dem Kreislauf zu haben und euch dadurch so ein bisschen die Messe zu versäumen. Und das war es dann eigentlich auch schon mit meinen Tipps zum Überleben der Frankfurter Buchmesse.
Also als kleines Resümee einfach, denkt an euer Ticket, an die Bücher, die ihr euch signieren lassen wollt, lasst die blöden Koffer irgendwo weg, damit ihr andere Leute nicht nervt, packt ganz viel zu trinken ein, Pflaster, Schoki, Visitenkarten natürlich noch und vor allen Dingen Wasser, Wasser, Wasser und feste Schuhe. Dann solltet ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher sein und die Messe ohne irgendwelche Probleme überstehen. Ansonsten natürlich ganz viel Spaß auf der Messe und ich selbst bin von Mittwoch bis Sonntag vor Ort und ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere mich mal anspricht, wenn er mich erkennen sollte, sehen sollte. Einfach vor mich stellen, ich laufe hoffentlich nicht auf und ja, wir sehen uns in Frankfurt.